Ich bin Leah Tarachansky mit den Real News aus Tel Aviv am Unabhängigkeitstag. Dieses Jahr feiert Israel 64 Jahre, seit Premierminister Ben-Gurion die Unabhängigkeit erklärte. Während Hunderttausende feierten, verhaftete die Polizei drei Aktivisten, die versuchten, die Geschichte dieses Tages zu hinterfragen. Der israelische Unabhängigkeitstag folgt dem Pessachfest, dem Holocaust Day und Memorial Day. Tausende versammelten sich in Tel Aviv am Rabin Square, in dessen Ecke standen Aktivisten von Zechut, eine Organisation, die der Nakba gedenkt. Nakba bedeutet auf Arabisch die Katastrophe von 1948 und bezieht sich auf die Zerstörung von über 500 palästinensischen Dörfern, auf die Vertreibung von zwei Dritteln der palästinensischen Bevölkerung von dem Land, das dann zu Israel wurde, und auf Israels Weigerung, ihnen die Rückkehr zu erlauben. Jedes Jahr, während die Menge feiert, diskutieren die Zechut-Organisatoren friedliche Aktionen. Dies sind Blätter mit dem Namen zerstörter Dörfer. Was wir vorhaben ist, wir gehen runter, dorthin, wo alle feiern, und legen sie auf den Boden. Während dieser Aktion bitten wir die Menschen, nicht im Weg zu stehen, die Blätter zu ignorieren oder darauf zu treten. Dieses Jahr, noch während der Diskussion, umzingelte die Polizei vorsorglich das Gebäude. Ich dachte daran, herunterzugehen und mit ihnen zu reden, um zu verstehen, was vor sich geht. Ich habe versucht zu gehen, aber er lässt mich nicht. Er will meinen Ausweis sehen. Ich habe das abgelehnt. Er sagt, jeder, der zu gehen versucht, wird verhaftet. Wir werden ihnen nicht erlauben, die Feierlichkeiten mit ihren Bildern und Flyern zu betreten. Diese Form des Protestes erlauben wir nicht. Es könnte den Frieden stören, deshalb erlauben wir das nicht. Was meinen Sie mit den Frieden stören? Wir tun das hier jedes Jahr. Es ist eine Provokation. Wir tun das aber jedes Jahr. Auf der Basis zum Schutze der Öffentlichkeit. Mit dieser Begründung können Sie jeden Protest verbieten. Nein, speziell Ihren an diesem besonderen Tag. Warum wollt ihr die Feier für alle ruinieren? Das wollen wir absolut nicht. Wir versuchen nur, die Leute zum Nachdenken zu bringen, welchen Preis diese Feiern haben. Das vergessen wir an diesem Tag und auch den Rest des Jahres. Vergessen was? Dass von diesem Land beinahe 1 Million Menschen vertrieben wurden, bevor Israel gegründet wurde. Die sollen gehen und sich selber ficken, in den Arsch. Das, was sie sagen, ist das perfekte Beispiel. Das ist meiner Meinung nach aufstachelndes Material. Welches aufstachelnde Material? Ihr Propagandamaterial. Nein, Aufstachelung ist eine ernste Anschuldigung. Wenn Sie einzeln herauskommen und zeigen, dass Sie keine der Blätter dabei haben, Ihre Ausweise vorlegen und nach Hause gehen, einzeln, dann können Sie gehen. Das hier sind Namen von Dörfern. Wie kann das Aufstachelung sein? Raten Sie, was könnte das sein? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie sagen, es sei aufstachelndes Material. Ich schätze, jemand Schlaues wird das gesagt haben. Sie sagen, es sei aufstachelndes Material. 1000% richtig. Warum? Was ist es? Ihr habt Glück, dass die Polizei hier ist. Ihr solltet ihnen dankbar sein. Am Unabhängigkeitstag habt ihr beschlossen zu kommen. Ihr solltet euch schämen. Heute wissen wir, dass jegliche Erinnerung an die Nakba als den Frieden störend angesehen wird. Es interessiert mich, was das Klo des Palastes denkt. Jeder Palast, selbst einer aus Gold, hat ein Klo. Wir haben ein Land aus Gold und ihr seid das Klo. Während die Zechut-Aktivisten festgehalten wurden, durfte ein religiös-nationalistischer Zug passieren. Keiner kommt raus, niemand verlässt diesen Bereich. Jeder, der geht, wird verhaftet wegen Störung des Friedens. Wo störe ich den Frieden? In der Sekunde, in der Sie die Barriere verlassen, stören Sie in meinen Augen den Frieden. Als einer der Aktivisten zu gehen versuchte, wurde er geschlagen und gewaltsam verhaftet. Dieser Polizist gehörte sofort eingesperrt.
Ein Mann kam an und begann, die Namen zerstörter Dörfer vorzulesen. Dies sind einige Dörfer, die vor der Nakba auf dem Land der Gemeinde Tel Aviv Jaffa standen. Sie verhindern momentan, dass die Menschen die Geschichte ihrer Stadt lernen und ihrer gedenken. Er wurde ebenfalls verhaftet. Das Einzige, was ihr seid, ist ein Haufen Verräter. Es gibt Menschen hier, die kämpfen. Ihr könnt das filmen. Jeden Tag kämpfen die Leute hier. Ich bin in Einheit 51 des Golan-Bataillons. Ich schwöre, ihr seid ein Haufen Verräter. Es ist unglaublich. Ihr seid Verräter. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir euch einen nach dem anderen erschießen. Einen nach dem anderen würden wir erschießen. Ich habe Freunde hier. For the Real News, I'm Leah Terechansky in Tel Aviv.